Hey ho meine Lieben, ich heute hinaus zum Einkaufen und ja, der ursprüngliche Plan war ja das Fischzeug, was ich in der Gefriere habe, aber dann habe ich urplötzlich wieder mal Bock gehabt, haben wir zwar erst gehabt, auf Tortellinis und ja, das mache ich heute. Gut, hier steht jetzt Tortellonis drauf, Unterschied Tortellini, Tortelloni, wahrscheinlich die Größe. Für mich sind das Tortellinis fertig. Gut, Video heißt Käsetortellinis mit einer Jägersoße oder mit Jägersoße. Ja, und das aus der Männerküche, freie Schnauze, wie ich es will und Lust drauf habe. Das Ganze machen wir jetzt drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Dann die schnelle kleine Übersicht hier mit den Tortellonis. Wasserbad, 2 Minuten, kochen, fertig. Mache ich ganz zum Schluss. Dann habe ich hier eine Mischpilze getrocknet. Hier steht zwar drauf, Moment, Brille aufsetzen und vorlesen. Zutaten, Butterpilze aus dem Pilze, Champignons, Herbsttrompeten in veränderlichen Gewichtsanteilen. Schon bewässern, habe ich. Anschließend das Einweichwasser verwerfen. Tja, das Thema haben wir schon mal gehabt mit dem Einweichwasser wegkippen, weil da Geschmack drin ist. Ich werde es wahrscheinlich zum Angießen mit hernehmen. Tja, dann habe ich hier vom Metzger 150 Gramm Hackfleisch geholt. Das reicht mir. So eine gute Handvoll Erbsen. Eine Zwiebel, die werde ich jetzt am Anfang gleich klein häckseln, weil die wird mit dem Hackfleisch gleich angebraten. Genauso wie ein bisschen Tomatenmark, Paprikamark. Und das Ding ist schon wieder undicht. Aber schmecken tut's. Und mein Zauberpülverchen heute hier, eine Jägersoße von Gefro. Ja, ist halt der Hersteller, keine Werbung, unbezahlt, ich nehme das einfach. Gut, alles weitere komplett drüben am Herd. Weil ich mache das jetzt so, dass ich bloß einmal die Pfanne einsau und das komplett durchziehe. Ja, nachdem ich die Zwiebel gehäckselt habe. Genau, dann sehen wir uns in der Küche wieder am Herd, also hinter mir. Anfangen tue ich natürlich mit meinem letzten Fitzelchen Butterschmalz. Aber zu dem Butterschmalz kann ich schon gleich hier mein Tomatenmark ein bisschen was mit hineintun. Tja. Also, dass es wenigstens ein bisschen tomatig wird. Man könnte jetzt auch Tomaten klein schnibbeln und damit mitköcheln lassen. Das wäre dann die leckerere Variante. Kann man machen, muss man aber nicht. Komm jetzt raus hier. Ein bisschen was von dem Paprika mild. Meine Zwiebelchen mit dazu. Und sobald dann die Pfanne heiß genug ist und das Ganze ganz leicht angeschmurgelt ist, kommt dann auch gleich das Hackfleisch hinzu. Ja, dann wären wir schon soweit fürs Hackfleisch. Also wie gesagt, ich mache hier wieder eine Mindermenge für mich alleine. So, gute Röstaromen dieses Mal. Und danach geht es ja auch schon gleich wieder weiter. Das reicht mir, so dunkelbraun, knusprig müssen wir das nicht haben, weil dann hat man das Hackfleisch im Prinzip schon totgebrutzelt. So ist wenigstens noch ein bisschen Leben drin.
es riecht jetzt schon pilzig. Die Erbsen gleich mit rein, die sind natürlich auch gefroren gewesen. Woher sollte ich jetzt frische Erbsen haben? Tja, viel mehr Zutaten habe ich ja nicht mehr, deswegen habe ich die Pilze jetzt doch gleich mit rein. Da können die auch noch schön mitköcheln. Ich hoffe, dass da keine giftigen mit drin waren. Natürlich noch Sahne und hau mich tot und alles mit reinhauen, das will ich aber dieses Mal gar nicht. Bäuchleinmäßig. Aber es kommt ja nachher dann noch mein Zauberpöferchen mit rein. Und so lassen wir das jetzt ja so für 5 bis 10 Minuten stehen. Kontrollieren das zwischendurch einmal, ob man noch ein bisschen Flüssigkeit nachschütten muss oder nicht. Aber ich will es ja auf alle Fälle ein bisschen einreduziert haben. Ja, und so lange warte ich jetzt. Leute, der schmeckt so geil. Das wird schon fast reichen, da wirklich bloß Salz, Pfeffer und Paprika eventuell noch mit reintun. Aber naja, ich habe mir jetzt das Ding schon hergerichtet. Tun wir jetzt einfach ein klein bisschen was mit rein. Dann probiere ich das einfach noch mal. Ja, es tippt schon ein bisschen ein. Ein bisschen Salz noch und gut ist. Ja, dann gleich ausschalten. So, die Tortelloni da hinten, die müssen bloß noch einmal kurz aufköcheln und dann kann ich eigentlich schon essen. Perfekt für die Ein-Mann-Männerküche. Dann machen wir hier mal weiter mit den Tortellamilonis. Oh, heiß, heiß, heiß. Der Topf ist auch heiß. So. Und wie gesagt, die haben so eine Käsefüllung. Da sieht man es vielleicht. Moment, hier ein bisschen Käsefüllung drin. Ist das heiß. Jetzt der Hauptdarsteller. Meine Männerküchenjägersoße hier. So. Tja, fertig ist mein
einfaches Männerküchenessen. Wie gesagt, ich habe da heute einfach so richtig Bock drauf gehabt. Oh ja, mit Pilz. Komm, Pilz, komm her. Und ja, hier, ab in den Hals. Am besten ohne die Schnute zu verbrennen. Geschirr habe ich gar nicht mehr viel heute zum Spülen. Das mache ich erst morgen. Ja, so. Richtig, richtig, richtig lecker, geil. Oh, ja, noch ein bisschen vermengen. Dann gehe ich rüber an mein Plätzle und tu ganz gemütlich essen. Was soll ich sagen? Sehr einfach zu machen, wirklich lecker. Auf das Soßenpülverchen hätte man jetzt noch verzichten können, wenn ich jetzt noch selber ein paar Mehlmischbrühe da gemacht hätte. Wie heißt es nochmal? Ja, nicht einbrennen, zum Eindicken. Ihr wisst, was ich meine, mir fällt es gerade nicht ein. Genügend anderen Stress gerade gehabt und ja. Und dann noch mit Salz, Pfeffer abschmecken und es wäre fast genauso oder wäre auch genauso lecker gewesen. Mhm. Aber ich habe jetzt 2-3 Löffelchen von dem Pulverchen mit rein, von der Jägersoße und auch sehr lecker. Tja, einfache Männerküche halt. Tja, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben und die Cam steht verdammt hoch irgendwie. Daumen nach oben, freundliches Kommentar, Abo wäre schön und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder auf diesem Kanal. Tschaikowski. Leute, wir sehen uns. Ich gehe essen. Yummy.